Dazu eine Kurzübersicht. Ich stelle Ihnen am Anfang gleich mal ein Beispielmodell vor, das wir so machen. Das ist ein sehr einfaches Modell, aber Sie wissen schon, wer es schon mal gemacht hat im WinTube alleine, man kriegt das schon hin, aber es ist eine ganze Menge Arbeit. Man kriegt es vielleicht hin, wenn man die Ausbruchschritte nicht so fein machen möchte. Aber wenn Sie die Ausbruchschritte hier auch noch mit simulieren wollen, vielleicht auch noch feiner machen wollen, dann ist das im WinTube pur ziemlich viel Arbeit und die Verschneidungen sind manchmal auch so ein bisschen Glückssache und Fummelei. Wir entwickeln, seitdem wir eine Version im WinTube eingebaut haben, an diesem parallelen Programm, wo wir unsere Verschneidungsalgorithmen sozusagen jetzt ganz sauber und nötigen Ballast implementiert haben und das funktioniert jetzt sehr schön. Kommen wir zu den Abmessungen. Ich gehe vielleicht mal wieder auf den anderen Monitor hin. Im Monitor, hier sind noch unsere FIDES-Programme. So schaut das Icon vom FIDES-Modeler aus. Ich starte ihn mal. Wie gesagt, der FIDES-Modeler ist ein allgemeines Programm, vollkommen parametrisiert, mit Skriptsprache alles Mögliche erzeugen, die wildesten Modelle zusammenbauen. Allerdings ist natürlich das Tool nicht so ganz intuitiv. Das heißt, Sie können hier alles Mögliche Punkte anlegen, Flächen und so weiter, Compounds. Sie haben verschiedene Operationen, die Boolean, Extract, Evolve, Extrudieren, läuft über verschiedene Querschnitte drüber ziehen, projizieren, abrollen, entlang einer Linie verschieben und so weiter. Also jede Menge Sachen. Sie können auch nachträglich dann Objekte austauschen, weil es ist ja parametrisiert. Das heißt, Sie können eine Geometrie eingeben, die von einem Knoten abhängt. Wenn Sie den Knoten dann verschieben, dann wird die gesamte Verschneidung, die nachher gemacht wurde, wiederholt für die Lage des Objekts. Sie kriegen also sofort ein abgedatetes, fertiges Modell raus. Also sehr, sehr, sehr leistungsfähig, aber nicht ganz einfach zu bedienen. Sie haben sogar eine Kommandozeile. Wenn Sie hier was eintippen, dann sehen Sie auch alles über, über Kommandozeilen Sachen verfügbar. Ich mache vielleicht nur mal einen Punkt hier rein. Sie haben verschiedene Koordinaten, die Sie hier verwenden wollen. Habe jetzt mal zwei Punkte hier reingemacht und Sie sehen, die Objekte erscheinen dann hier. Und hier unten sehen Sie die Befehle und diese Befehle können Sie dann selbst von hier nochmal wiederholen, hier unten reinschreiben. Das ist sozusagen das Skript. Das können Sie einzeln abspeichern, also die ganze Generierungsfolge. Aber das nur nebenher. Ich will Ihnen was anderes zeigen, weil das eben etwas kompliziert ist. Für einen, der es nur ab und zu benutzt, haben wir hier bei Extras einen speziellen Dialog für Tunnelsysteme generiert. Der kommt Ihnen wahrscheinlich schon bekannt vor. Das sieht so ein bisschen aus wie im WinTube. Unser Querschnittsassistent, da sind auch die gleichen voreingestellten Werte da drin. Auf das möchte ich noch gar nicht eingehen. Ich schalte jetzt in der Zwischenzeit schnell noch auf den anderen Monitor wieder zurück. Monitor 2 zu unserem Modell und ziehe da jetzt den Dialog mit rüber. Und wir sehen, jetzt erläutere ich vielleicht mal den Aufbau dieses Dialogs. Wir haben im oberen Bereich einen Tab, der geht also nur das helle, das hier. Das ist sozusagen ein Tunnelvortrieb. Dann gibt es im unteren Bereich eine Groundbox, also hier auf der linken, also unser umgebender Boden. Und da drin können wir auch noch verschiedene Schichten schräg, beliebig viele schräge Schichten miteinander verschneiden lassen. Auch das geht. Ich möchte jetzt zunächst die Groundbox anlegen. Dazu gebe ich hier erstmal einen Punkt hier oben an, über zwei Punkte, also 0, dann minus die Y-Koordinate dort oben vor dem Punkt, minus 20. Und dann hier hinten minus 10, der blaue Wert. Schauen wir mal weiter. Das ganze Ding soll 30 Meter tief sein, 70 Meter breit und 40 Meter nach unten gehen. Das heißt, wir sehen hier relative Koordinaten, also 30 Meter in X-Richtung, 70 Meter in Y-Richtung und 40 Meter in Z-Richtung nach unten, alles positiv. Wenn Sie lieber absolute Koordinaten haben wollen,
Dann können Sie hier die Maus drüber halten und zeigt es Ihnen an. Mit rechten Mausklick können Sie die Koordinaten umwandeln in absolute oder in relative Koordinaten. Gut, damit haben wir also die Groundbox eingegeben. Und jetzt geht es weiter. Jetzt bräuchten wir sozusagen einen Vortrieb. Und ein Vortrieb, ein Tunnelvortrieb, besteht eigentlich immer aus einem Querschnitt. Der wird irgendwo im Raum positioniert, zum Beispiel hier im Nullpunkt. Und der hat lokale Koordinaten, also eine lokale X-Achse, eine lokale Y-Achse und eine lokale Z-Achse. Das schaue ich mir im Dialog an. Ups, was habe ich jetzt gemacht? Jetzt habe ich aus Versehen einen zweiten. Habe ich mein Modell auch rübergeschoben. Entschuldigung. So, gut, jetzt muss ich hier hinschieben. Das heißt, wir verwenden vielleicht mal diese Geometrie, die hier schon eingegeben ist, und zeichnen hier diesen Bogen. Das kennen Sie aus dem WinTube, muss ich nicht weiter eingehen. Wir haben noch zwei Besonderheiten dran. Wir können sagen, automatisch fortsetzen. Also dann wird der letzte Bogen automatisch dazu gemacht und es gibt das Häkchen Spiegeln. Und dann sehen Sie gleich, dass das zur Fläche wird. Lass ich nochmal ausgeschalten. Ich ändere jetzt den dritten Bogen hier auf einen Radius oder Länge 0. Damit ist das ein echter Knick. Und gebe jetzt 40 Grad hier ein und definiere dann, also jetzt hat er den 40 Grad Knick, dahinter noch einen von 3 Metern und vielleicht auch mit 40 Grad. Diese Werte haben Sie ja sogar vorgegeben, üblicherweise. Und jetzt kann ich sagen, also das sollte eine temporäre Kalottensohle hier unten werden, dieses bitte finalisieren. Sie können natürlich auch diesen Winkel, den letzten hier eintragen und spiegeln. Und damit haben wir die Kalotte. Sie sehen hier die lokalen Y-Koordinaten. Y nach rechts, Z nach unten und X geht also demnach nach in die Zeichenebene hinein. Also das ist praktisch wie ein Stabquerschnitt zu deuten. Und den Stabquerschnitt, den lassen wir jetzt starten bei der Koordinate 0, 0 und legen die lokale Y-Koordinate parallel zur globalen Y-Koordinate. Also Origin Point, das passt, 0, 0, 0. Die lokale Y-Achse passt in dem Fall auch schon. Also klein y zeigt in Richtung von groß Y. Und der Endpunkt der X-Achse jetzt, also des Extrusionspfades, da können Sie auch mehrere mit Knicken eingeben und so weiter. Aber ich mache jetzt nur mal einen geraden. Das wären also bei 30 Meter wieder relative Koordinaten, also 30 Meter nach hinten und durchs ganze Modell durch. Fertig. Das wären also jetzt die, also hier in der, auf der linken Seite haben wir sozusagen die Querschnittsdaten. Hier in dem oberen Kästchen haben wir die Extrusionsdaten, also im Prinzip das Koordinatensystem des Querschnittes, wo der Querschnitt platziert ist und in welche Richtung er extrudiert werden soll. Und dann haben wir noch entlang dieses Pfades, der kann jetzt also wie gesagt mehrere polygonale Punkte haben, also er kann gekrümmt sein, der kann polygonal sein, dieser Pfad entlang dieses, wo der Tunnel da extrudiert wird. Und entlang dieses oft mehrteiligen Pfades kann man jetzt noch die Teilungen einstellen, also die Abschlagslängen. Sagen, der ist 30 Meter lang, auf die 30 Meter möchte ich 6 Abschläge generieren. Und ich möchte ein Lining Delay von 0. Das bedeutet, wie viele freie Abschläge modelliert werden. Bei mir soll immer der erste Abschlag gleich eine Spritzbetonschale auch bekommen. Um die ganzen Gruppennummerierung, da kann man hier unten noch ein bisschen weitere Feinheiten einstellen, braucht man sich aber im Prinzip nicht kümmern. Man könnte hier auch noch einen Winkel der Ortsbrust angeben oder man kann eben auch damit Stützkerne zum Beispiel auch mit einbauen. Das geht alles wunderbar. So, jetzt sind wir fertig mit unserem ersten Vortrieb. Das ist also der hier. Jetzt brauchen wir noch den zweiten, nämlich den Strosse-Sol-Vortrieb hier unten. Der kommt ja vielleicht also nachher, nachlaufend. Das heißt, ich mache jetzt hier oben, also ich benenne es vielleicht noch, das Ganze soll heißen Notausgang A meinetwegen und das ist der Haupttunnel. Und zwar die Kalotte. Also die Beschreibung sollte man sinnvoll wie üblich wählen. So, jetzt haben wir hier einen Tab und wir können hier drüben mit dem Plus einen neuen Tab anlegen. Wir können auch kopieren, wenn man Steuerung drückt. So, und dieser
neue Tunnel, ist wieder hier voreingestellt, der soll jetzt die einige Kanten erben von dem vorhergehenden. Also wir müssen ja sagen, diese Sohle hängt an diesem, hat gemeinsame Kanten mit dem oberen. Und dann können wir eben sagen, der soll inherit heißt erben, also das Erben von dem Querschnitt Kalotte, der wird jetzt hier gestrichelt gezeichnet. Und vielleicht kann ich es ein bisschen größer machen. Ups, mein Dialog ist wieder so. Verschwunden. Genau, erbt von dem und er startet an dem Bogen Nummer 2. Also erster, zweiter. Am zweiten Bogen wird sozusagen fortgesetzt hier mit diesem Radius. Und will ich auch bloß wieder eine Ausrundung modellieren, vielleicht von 3 Meter und ich habe es, glaube ich, 64 war der ursprüngliche Wert. Und dann kann ich die beiden hier wieder rauslöschen. Brauche ich gar nicht, weil ich habe ja hier Finalize, das heißt, der letzte Bogen wird automatisch hinzugefügt und gespiegelt. Das heißt, es geht jetzt um diesen Ausbruch. Das Programm hat ihn gefunden, deswegen wird er auch gleich schraffiert. Er benutzt die gleichen Extrusionssettings natürlich wie der, wie die Kalotte. Die Sohle kann er jetzt nicht einfach nach links abbiegen oder so. Aber bei den Construction Settings, wir könnten eine andere Abschlagslänge haben in der Sohle, aber ich gebe jetzt einfach mal die gleiche ein. Also wieder auf die vollen 30 Meter hatten wir, glaube ich, 6 Intervalle, also alle 5 Meter. Und es soll immer gleich nach dem Ausbruch die Spritzbetonschale eingebaut werden. Gut, das ganze Ding nennen wir jetzt Haupttunnel Sohle. Und sind damit eigentlich schon fertig. Also Sie sehen schon hier oben diese Tabs, die ist untere, das ist sehr global. Das gehört ja nur einmal pro System eingegeben. Und dann machen wir hier oben eigentlich alles Weitere mit den Tabs. Ups, einen zu viel gemacht. Der nächste Tab soll vielleicht sein, okay, die Ausbruchsreihenfolge, die kann man auch ändern. Der nächste soll vielleicht der Schacht sein. Also, Schacht. Und der soll jetzt einfach nur ein kreisrunder Querschnitt werden, vielleicht mit 4 Meter Radius. Das heißt, ich nehme 4 Meter Radius, sage einen Winkel von 90 Grad und lösche die unnötigen Radien raus. Auch hier wird wieder der Fortsetzungsbogen automatisch generiert und das Ding zum Kreis ergänzt. So, ich klicke mal hier hinten, habe ich es, glaube ich, eingetragen, die neuen Koordinaten von unserem Vortrieb. Das heißt, wir positionieren ihn, den Origin Point, auf 15 Meter, 30 Meter und minus 10, nach oben. Dann die lokale Y-Achse schaut jetzt in Richtung der globalen X-Achse, also den Richtungsvektor gebe ich jetzt 1, 0, 0 ein, so ungefähr, schaut ihr dahin. Und der Endpunkt in relativen Koordinaten, der geht ja jetzt in positiver Z-Richtung nach unten 20 Meter, also X 0, Y 0 und in Z 20 Meter. Dann ist das Ding auch 20 Meter lang und auf die 20 Meter wollen wir 4 Intervalle haben. Auch hier soll die Spritzbetonbewehrung gleich eingebaut werden. Das war unser Schacht. Wir machen als letztes, last but not least, jetzt den Vortrieb des Stollens hier rein. Also benenne ich gleich mal Stollen und damit es ein bisschen einfacher ist, mache ich da wieder einen Kreisquerschnitt, vielleicht mit 2 Meter Radius und wieder 90 Grad, können wir die rauslöschen und gucken wir mal. So, der liegt jetzt hier bei 15, also in der Mitte und hier bei 32 Meter, also ein Stück innerhalb vom Tunnel vom Schacht statisch. Und gehe dann raus. Also welches an welchem gestutzt wird und welche ineinander steckenden Teile behalten werden. Sie wissen ja, das ist eine ganz komplexe Überlegung. Das wird hier einfach durch die Reihenfolge der Tabs beeinflusst. Das heißt, Sie können die Tabs hier auch einfach in der Reihenfolge verschieben und dann wird eben entsprechend das andersrum simuliert, wie Sie es eben haben wollen. So, also wir müssen ihn positionieren auf x 15 Meter, also in die Mitte, dann hier bei y 32 Meter und 4 Meter, hier ist der Nullpunkt, 4 Meter drunter ist das Z. Die lokale Y-Achse schaut hier wieder in die lokale X-Achse, also müssen wir hier den Vektor 1, 0, 0 eingeben und die Endpunktkoordinaten vom X,
Die gehen jetzt in Y-Richtung und zwar negativ, also 0. Und das Ganze, naja, damit er hier vorne auch reinschaut, ich habe es hingeschrieben, 26, also minus 26. Also diesmal zeigt die x ja in negative, y, hier unten ist die y-Achse die positive, also entgegengesetzt. Ja, und auf diese Länge von den 26 Metern möchte ich wieder 4 Abschläge simulieren und kein extra Lastfall für den Ausbruch machen. So, diese Dialoge haben jetzt hier einen Preview-Knopf. Ah, dazu gehe ich vielleicht wieder auf den anderen Monitor zurück, wo noch der vieles Modeler offen ist. Und Sie können jetzt hier auf Preview, dann zeigt er Ihnen das im Hintergrund schon an, was er erzeugen würde. Wenn Sie sich nicht sicher sind mit den Koordinaten, können Sie also immer wieder hier testen und gucken, was würde denn bei der Eingabe von der Zahlen hier passieren. Ich drücke jetzt einfach mal OK. So, und das Modell wurde jetzt erzeugt. Und Sie sehen, hier sind diese ganzen Volumen erzeugt worden. Das sind einzelne Volumen. Hier mit den Verschneidungen im inneren Bereich. Sie können das hier drüben markieren oder hier markieren. Eigentlich ist das Ding jetzt so fertig. Und der Modeler macht jetzt nicht nur die Geometrie. Und das ist eigentlich das Beste dran. Also der Modeler, der macht ja die Bauphasen auch gleich mit und auch die wo müssen temporäre Schalen eingebaut werden, wo, in welcher Reihenfolge müssen die Schalen aktiviert oder deaktiviert werden. Auch zum Beispiel die temporäre Kalottensohle muss ja auch wieder abgebrochen werden. Das kann der Modeller, das haben wir alles geschafft, alles schon allein durch diesen einen Dialog erledigt. Ich kann also die Datei jetzt speichern, Save As. Die normale Endung ist VMode. Ich gehe mal hier rein und speichere es unter Live ab. Und wenn ich jetzt das Ding nach WinTube importieren will, dann sage ich Export to WinTube, zum Beispiel alle sichtbaren Shapes. Und das erzeugt mir eine, ich nenne es mal Test natürlich, ja, eine VSO-Datei. Ups, jetzt habe ich hier doppelt geklickt. Schon passiert, das ging so schnell. Sie sehen auch hier unten, hier gibt es die Befehle. Da sehen Sie alles, was exportiert werden muss. Auch das kann man natürlich alles automatisieren. Und dann mache ich den jetzt klein und haben wir den MinTube noch offen? Nein, nicht. Also müssen wir nochmal starten. Okay. 2D-Modell. Egal. Und da gehen Sie jetzt einfach hier Datei öffnen. Und wie Sie, ähnlich wie Sie eine DXF importieren können, können Sie auch übrigens hier als Beta-Version ein IGES-Format einlegen, lesen oder auch ein VSO. Und da ist jetzt unsere Test-VSO 1458, das ist von jetzt. Und die öffne ich jetzt. Und das importiert mir hier mein vollständiges Modell. Extras, Ansicht, Standardansichten. Okay, er hat umgeschaltet von 2D auf 3D. Deswegen schaut das so aus. Und der Witz dabei ist, dass die ganzen Bauphasen jetzt schon mit importiert werden. Also wenn Sie sich die Gruppenübersicht zum Beispiel anschauen, dann sehen Sie jetzt hier die Gruppenauswahl zum Beispiel. Die ganzen Bauphasen, das ist ja so wie ein, die ganze Gruppensteuerung ist schon eingetragen. Die Gruppen haben alle sinnvolle Namen bekommen, also Haupttunnel, Sohle, so wie wir es gesagt haben, Excavation 1, 2, 3, 4, 5, 6, das sind also 6 Bauphasen. Jetzt müssten Sie nur noch hergehen, nur noch ist gut, weil es können natürlich da innen drin ganz unangenehme Zwickel entstehen. Da muss man halt ein bisschen drauf achten. Aber jetzt eben Material 4, alles was Beton ist zum Beispiel, markieren, Material 3 markieren. So, da haben wir die ganzen Betonschalen
Und dann vernetzt man das einfach mal unstrukturiert und gehen wir vielleicht mal 40 cm Kantenlänge an. Dort soll ja Spritzbeton eingebaut werden, deswegen viereckige Quartelemente verwenden. Freien Oberflächen können wir auch Dreiecke verwenden, wenn wir das dann mit Bedrädern zum Beispiel vernetzen wollen. Okay, das dauert jetzt ein bisschen. Das kennen Sie wahrscheinlich. Manchmal bleibt einer hängen. Dann muss man den vielleicht strukturiert vernetzen, aber es schaut ganz gut aus jetzt hier. Na, für ein Beispiel hätten es ein paar weniger auch gedacht. Okay. Escape-Markierung wegnehmen, alle Objekte ausschalten, dann schaut es ein bisschen schöner aus und die Knoten noch weg. Und jetzt sieht man eigentlich schon eine große Ähnlichkeit. Ich spare mir jetzt mal das Vernetzen des, der Tetraeder. Ich gehe mal vielleicht einfach auf so einen Excavation-Step und dann sehen wir, dass wir hier natürlich die ganzen Bauphasen richtig modelliert sind. Also das ist jetzt eine Bauphase, wie heißt der, Excavation and Lining. Ups, na, komm nicht ran. Das hakelt jetzt ein bisschen. Excavation and Lining Stollen Stage 3. Also da sind wir jetzt, der Stollen 1, 2, 3. Bauphase. Das Fenster ist noch zu, die temporäre Kalottensohle hier drüben ist aber schon rausgebaut. Das ist also alles dann schon fertig. So, ich habe das Modell natürlich vorher schon mal ausprobiert und habe es auch schon mal gerechnet. Und Sie sehen dann hier, wenn Sie den Animator auf durchsichtig schalten, eben diese ganzen Bauphasen, die schon fix und fertig damit reinkommen. Schauen wir uns mal den Vortrieb der Kalottenschale an. Sie sehen auch immer am Face, also an der Ortsbrust, wird auch immer eine Schale erzeugt. Mit Ansatz des Elementes Nulls zum Aufbringen von zum Beispiel Stützdrücken und so weiter. Auch das wird vollkommen automatisch eingestellt. Dann zieht sich automatisch die Sohle hier hinterher. Die Reihenfolge können Sie natürlich ändern. Dann kommt jetzt hier der Schacht. Schauen wir mal von oben drauf. So, ups. Hier der Schachtvortrieb, eins nach dem anderen. Und dann geht unten der Stollen raus und schließt dann drüben an. Und wenn ich es jetzt vielleicht hinkriege, dann können wir da hinzoomen. Und dann sieht man, dass das hier unten entsprechend sauber angeschlossen ist. Gut, das war es jetzt eigentlich schon, das Tübing vom Fides Modeler. Ich schalte vielleicht nochmal zurück auf den anderen Bildschirm, Bildschirm 2, um Ihnen nochmal vielleicht zu zeigen, dass dieser Tunnel-Dialog heißt zwar Tunnel, aber auch Baugruben. Hier zum Beispiel eine komplexe Baugrubensituation also das ist tatsächlich gerechnet worden und ausgeführt worden, eine U-Bahn-Station. Hier innen drin mit verschiedensten Fußgängerwegen, Haupttunnelröhren, hier wieder Fußgängerzugängen, hier Treppen in Schächten geführt und hier oben noch bestehende Bebauung dazu. Das heißt, auch so ein Tunnel, auch so ein Baugrubenaushub ist ja letztendlich ein Querschnitt, in dem Fall halt ein eckiger Querschnitt, der entlang einer Richtung Bauphasen aufweist. Also können Sie vollkommen analog mit so einem Tab eingeben. Das ganze Ding wurde nur mit diesen Tabs eingegeben, hatte natürlich dann irgendwie 40 Tabs oder so, aber relativ easy zu machen. Das ist das vernetzte Modell in WinCube, der Boden mal ausgeblendet, nur die Schalen hier aktiviert und Sie sehen eigentlich, dass das schon ganz aussieht. So, wie gesagt, das war's. Wir sind am Ende angekommen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich hoffe, wir haben Ihren Erwartungen entsprochen.